Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit den Geistblöcken vom 1. FC Köln. Erste Fußball-Bundesliga, Spieltag 5 steht heute auf dem Programm und wir haben eine richtig schwere Auswärtsaufgabe im Signal Iduna Park bei Borussia Dortmund, dem Vize-Meister der letzten Saison. Spielerisch, kadertechnisch sind sie natürlich uns weit überlegen. Aber die Kölner haben, vor allem was das Personal angeht, ja mittlerweile ein bisschen aufholen können. Trotzdem sind wir heute der Underdog hier in Dortmund. Und wir haben ja zuletzt in der Bundesliga dreimal unentschieden gespielt. Allerdings beim letzten Mal, im letzten Part, gab es mal wieder einen Sieg. Und zwar in der Europa League. 2-0 Sieg bei SK Rapid Wien konnten wir gewinnen. Und unser internationales Comeback ist mehr als nur gelungen. Durch den Doppelpack von Louis Schaub, dem Ex. Rapid Wiener. Einfach eine unglaubliche Geschichte. Auch Dortmund war unter der Woche aktiv in der Champions League, haben ihre Auftaktpartie mit 2-1 gewonnen bei den Norwegern von Rosenborg. Trondheim. Heute am Bundesliga-Sonntag, 5. Spieltag, ein Parallelspiel Hoffenheim gegen Mainz. Und die Kölner also zu Gast in Dortmund. Ein richtig schweres Spiel erwartet uns. Und ihr seht, an der Startaufstellung hat sich mal wieder einiges geändert. Eigentlich sind nur Höger, Heinz und Shaqiri erneut drin geblieben. Also die drei sind so oder so Stammspieler, wenn es irgendwie geht. Die drei möchte ich eigentlich bislang immer in der Mannschaft sehen. Der Rest wurde aber komplett ausgetauscht. Ich sag mal, die Bundesliga-Stammelf ist zurück. Mit Zieler im Tor, Büttner links hinten, Knoche wieder in der Innenverteidigung, Bakuna rechts. Gerhard an der Seite von Höger. Und die drei Offensiven haben mal wieder ein bisschen rotiert. Sisto kommt heute mal über links. Shaqiri wie im letzten Spiel über rechts, was er sehr gut gemacht hat. Zwei W wieder auf der 10. Und Uca von Kölnern immer noch nicht so wirklich herzlich empfangen. Aber heute geht es ja auswärts. Vielleicht kann er da ein bisschen freier aufspielen. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Stimmung, in den Signal Iduna Park. Von Verfassungsmögen müsste es ja immer noch das größte Stadion in Deutschland sein, ne? Irgendwie 83.000 oder so passen rein. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf. Ist aber auch egal. Denn ob es jetzt 80.000 oder 83.000 sind, die Stimmung, sie ist so oder so klasse. Hier im ehemaligen Westfalenstadion. Das Stadion ist in Gelb-Schwarz. Und das Dortmunder Logo. Es ist noch kein Duell auf Augenhöhe. Wir gucken mal auf die Tabelle. Dortmund momentan Dritter, Köln Neunter. Aber könnten theoretisch mit einem Sieg einen Punkt und einen Platz an Dortmund heranrücken. Aber es wird eine enorme Aufgabe. Beste Abwehr. Unter anderem der 1. FC Köln mit gerade mal 2 Gegentreffern. Aber auch die Dortmunder haben wir gesehen, haben erst 3 Tore in den ersten 4 Spielen gefangen. Aber ich denke, das wird heute kein 0-0 Spiel. Wir gucken auf Dortmund mit Bürki im Tor. Danilo, der Star-Neuzugang hinten rechts. Subotic und Ginter in der Innenverteidigung, Durm links. Bender, Bakic, Senalis im Mittelfeld. Mkhitaryan und Reus über die Außen. Aubameyang im Sturmzentrum. Also das ist schon fast die bestmögliche Elf, die Dortmund hier aufbieten kann. Aber wir tun das den Dortmundern gleich. Mit unserer vermeintlich besten Elf. Auch wenn wir im letzten Europa-League-Spiel einige Spieler auf sich aufmerksam machen konnten. Zum Beispiel eben ein Louis Schaub mit dem Doppelpack. Aber auch ein El Yunusi. Das werden wir auf jeden Fall in den nächsten Partien noch genauer beobachten. Also Chancen werden alle bekommen. In der nächsten Woche haben wir auch wieder eine englische Woche. Diesmal dann wieder mit der Bundesliga. Der 6. Spieltag folgt am Mittwoch. Gegen die TSG Hoffenheim. Aber heute natürlich erstmal das Spiel hier in Dortmund und die Stadionatmosphäre ist wirklich einzigartig. Ein bisschen genießen, bevor die Kölner anstoßen. Signal Iduna Park, Dortmund gegen Köln, der Ball rollt. Köln ganz in Rot heute, zunächst auf die Südtribüne der Dortmunder. Zuspielend und der erste Fehler von Marco Höger. Das kennt man vom Kapitän vom FC Köln gar nicht. So ein leichtsinniger Fehlpass. Ich habe schon gegen Wien gesagt, da war er eigentlich auch nicht der Beste. Allgemein die Saison bislang sehr, sehr von Fehlern beträgt. Mir fällt das passende Wort gerade nicht ein. So
bin ich von diesem Fehlpass von Marco Höger gerade geschockt gewesen. Also der Kapitän läuft da seiner Form noch hinterher. Aber beim Spiel gegen Rapid mit einer Klassevorlage zum 2:0. Aber das ist jetzt Vergangenheit. Gucken wir, konzentrieren wir uns auf das Spiel hier heute. Alexander Büttner, Ball abgefangen. Danilo dazwischen. Gerhard und Höger können Dortmund nicht stoppen. Dann der Ball raus auf Marco Reus. Aber Shaqiri, der ist schnell und kann Marco Reus, den deutschen Nationalspieler, den Ball noch locker ablaufen. Gegenzug. Saive mit dem langen Ball und Shaqiri ist schnell. Aber Ginter hat da rechtzeitig aufgepasst. Spielt zurück zu Bürki und er findet Danilo. Der Neuzugang von Real Madrid hat rund 40 Millionen Euro Ablöse gekostet. Das ist Cenales, der junge Norweger im Zentralmittelfeld. Überraschend in der Startaufstellung. Danilo, klasse gespielt vom BVB. Technisch gesehen sind sie natürlich die Creme de la Creme in der Bundesliga. Neben den Bayern, Flanke im Italien gefährlich. Zunächst geklärt, aber nur zunächst. Uca, der muss heute auch mit nach hinten arbeiten. Ansonsten könnte es hier ein böses Erwachen geben für den FC Köln, die jetzt kontern. Marco Höger versucht es mit dem langen Ball in die Mitte, aber Ginter erneut dazwischen. Und direkt wieder das Spiel nach vorne im Italien. Schon fünfmal in der Saison getroffen. Und das ist ein Riesenunterschied, wenn man das mit dem letzten Spieltag gegen Hannover vergleicht. Dortmund spielt hier direkt nach vorne. Da merkt man, sie wollen Tore schießen. Höger dazwischen. Vielleicht eine Konterchance. Sisto, Uca, Gerhard holt den Kopfball. Uca kommt nicht dran. Kein Foul. Oh, ist das unglücklich. Von Subotic da an Anthony Uca. Hätte ich gerne eine Wiederholung gesehen, aber sei es drum. Ginter. Oh, was machen die Dortmund denn da? War jetzt auch nicht gerade elegant gelöst, aber irgendwie kommen sie durch. Und das ist die Hauptsache. Bakuna, Aubameyang, Bakuna holt den Zweikampf. Erstmal zurück ins Spiel zu seinem Keeper. Horn Robert Zieler. Büttner. Dortmund geht auch ziemlich hohes Pressing. Stehen sehr, sehr hoch. Versuchen da ein Shaqiri mal ins Laufduell zu schicken. Ball bleibt aber erstmal an der Dortmunder Defensive hängen. Und direkt wieder schnell nach vorne gespielt. Aber Knoche mit gutem Zweikampfverhalten gegen Barkic. Bakuna. Marco Höger. Oh, und wieder so ein Pass in die Beine des Gegners. Das ist so bitter. Auch wenn Bakuna den Ball zurückholt. Beziehungsweise sogar Foul spielt. Und es gibt jetzt noch die gelbe Karte für Marco Höger. Hat schon im letzten Spiel in Wien die gelbe Karte gesehen. Und was war hier? Ja. Also wenn das keine gelbe Karte ist, Leute, dann weiß ich auch nicht. Also die Schiedsrichter, die wollen mich momentan noch richtig regelrecht verarschen, oder? Nicht nur Heimo Wasserschneider, sondern auch Jascha Zuheide. Also gegen uns. Und der Kopfball in die Handschuhe von Ron Robert Zieler. Kein Problem, dieser Kopfball für den Schlussmann. Büttner mit dem langen Ball. Saive steckt durch. Gut gemacht. Sisto. Wo läuft Uca denn hin? Du musst ins Zentrum, Junge. So muss Sisto erstmal wieder abbrechen. Büttner mitnehmen. Oh, wow. Guter Einsatz von Sisto. Nach dem schwachen Pass von Büttner. Holt noch den Einwurf raus für sein Team. Saive bietet sich an. Höger. Wieder Saive. Klasse durchgesteckt. Sisto bringt die scharfe Flanke. Ein bisschen zu weit nach hinten gespielt. Bakic kann klären. Gegenzug abgefangen von Höger. Sisto. Gerhard traut sich nicht zu schießen. Shaqiri. Kurzpassspiel. Uca dreht sich in die falsche Richtung. Bakic kann klären. Gegenzug, Aubameyang. Da konnte sich Köln mal kurz im Dortmunder Strafraum festspielen. Aber jetzt schon wieder Fujikato, Dortmund mit Danilo. Machen das sehr, sehr stark. Verlagern das Spiel. Versuchen da Überzahl auf den Flügeln zu schaffen. Marco Reus attackiert. Oh, kommt vorbei. Höger kommt zu spät. Aber der letzte Pass dann zu ungenau. Büttner dazwischen. Gegenzug. Sisto.
Sowas wie ein Konter. Sei W, Sisto. Wer ist mitgelaufen? Gerhard. Ach, aber dann so ein Pass von Yannick Gerhard. Leitet den Konter von Dortmund ein. Zum Glück da auch ein ungenauer Pass im Aufbauspiel. War für Dortmund auch gerade mehr drin. Danilo. Gerhard verliert den nächsten Zweikampf. Aber Büttner mit gutem Stellungsspiel. Sei W muss den Ball erstmal unter Kontrolle bringen. Macht das gut. Knoche und Heinz. 3 Minuten nur noch. Für Köln noch keine nennenswerte Torchance. Vielleicht jetzt. Sei B. Der Ballverteiler auf Yannick Gerhard. Uca, der Einzige in der Mitte. Und Matthias Ginter klärt da auf Nummer sicher zur Ecke. Wenige Sekunden vor der Pause. Erste Standardsituation für die Gäste aus der Domstadt. Und den Ball hat sich natürlich Alex Büttner geschnappt. Mit links vom Tor weggetreten. Aber Bürki vor Marco Höger fängt den Ball ab. 2 Minuten Nachspielzeit angezeigt, die auch gleich vorbei sein müssten. Mit dem 0:0 können wir bis dato ganz gut leben, denke ich. In Kitajan, Dortmund technisch einfach das bessere Team, muss man ja so anerkennen. Da hat er sich klasse durchgesetzt, Danilo. Da sieht man mal im Ansatz, warum ein Außenverteidiger auch mal fast 40 Millionen Euro Ablöse kosten kann. Aber Geld schießt nicht immer Tore. Deswegen steht es hier torlos 0:0 zwischen Dortmund und dem 1. FC Köln. Mal gucken, wie die zweite Halbzeit verläuft. Hoffenheim führt in der Parallelpartie gegen Mainz 1:0. Hoffenheim, wie gesagt, unser nächster Gegner. Guck mal kurz in der Halbzeitpause auf die Konditionen. Höger, Shaqiri und Heinz sind die 3 Spieler, die 3 Tage zuvor gespielt haben. Können aber noch ein bisschen gehen. Das ist heute unsere Ersatzbank mit Milchenhöhler, Sörensen, Schlupp, Risse, Bittenkurt, Schaub, der Held vom Wien-Spiel und Leia Iseka. Also ein paar Alternativen haben wir auch noch auf der Bank sitzen. So ist das nicht. Aber erstmal beide Teams ohne Veränderung auf in die zweite Hälfte. Dortmund mit Sven Bender. Einfach konzentriert stehen und auf die Konterchance lauern. Büttner lässt sich da nicht verarschen. Nimmt sein Gegner den Ball vom Fuß. Knoche. Höger, Saive, Uca. Uca setzt nach. Ballverlust von Yannick Gerhard. Der mir heute noch nicht so wirklich gut gefällt. Kaum eine gelungene Aktion. Geht aber für einige Kölner. Offensiv kommen wir noch nicht so richtig ins Spiel, weil Dortmund natürlich auch stark auf Ballbesitz spielt, sich die Chancen kreieren will. Über Sven Bender zum Beispiel, der den Flügel wieder wechselt, Saive dazwischen. Und wieder der Ansatz, aber nur der Ansatz eines Konters. Sisto mit ein bisschen Glück. Sisto, ach und da pfeift der liebe Herr zu Heide dann mal. Wo ich eigentlich kein Foulspiel gesehen habe an Pione Sisto, aber Subotic. Mittlerweile Kapitän nach dem Abgang von Mats Hummels. Soll da wohl ein bisschen zu viel am Gegner gearbeitet haben. So, die gute Freistoßposition. Aber ich bin echt kein Freistoßexperte. Aber wir haben ja mit Shaqiri und Büttner 2 gute Freistoßschützen mittlerweile im Kader. Aber die Chance will sich Shaqiri anscheinend nicht nehmen lassen. Ach, bleibt in der Mauer hängen. Bakic, der Ex-Spieler von Florenz, mit dem Schädel dran. Ach, schade, war echt eine gute Möglichkeit. So, nur die Ecke, Büttner und Bürki in der Strafraumbeherrschung. Sehr, sehr sicher. Kommt da aus seinem 5-Meter-Raum und fängt den Ball locker ab. Und jetzt Konter über, Celanes, der Norweger, lässt den Ball da liegen. Das war so bestimmt nicht gedacht. Aber im Kitajan. Die haben immer noch Überzahl. Aber stark verteidigt davon. Robin. Knoche. Gegenzug. Wenn es jetzt mal schnell geht. Klasse gespielt. Aber Shaqiri kriegt doch noch den Bogen. Uca. Und da startet Marco Höger. Riesenchance. Pfosten. Klasse. Konter des FC. Und dann Marco Höger. Der Ex-Schalker. Das wäre auch wieder so eine Geschichte gewesen. Während Senna ist. Der junge Norweger rausgeht, Gündogan kommt.
Das wäre die Geschichte gewesen, Marco Höger. Ich habe ihn doch wieder in der ersten Hälfte kritisiert. Und jetzt hat er die Riesenchance. Aber trifft nur den Pfosten. Pech für den FC, Glück für Dortmund. Aber Köln macht weiter. Anthony Uja. Probiert's! Fast ohne Ansatz. Und wir gucken auf die Torlinientechnik, die hier natürlich nicht gebraucht wird. Der Ball ganz klar vor der Linie beim Pfostenschuss von Höger. Aber die nächste Ecke. Sherdan Shaqiri. Diesmal bleibt Bürki im Kasten. Und der Kopfballversuch von Gerhard war es, glaube ich. Abgeblockt von Matthias Ginter. Ja, und da war Ginter zuletzt dran. Ich glaube, der Kopfball wäre sogar gut gekommen. Schade. Und wisst ihr was? Shaqiris Ecken gefallen mir noch ein bisschen besser. Deswegen darf der Schweizer wieder die Ecke treten. Aber wieder Bürki. Vor Robin Knoche. Und dem weiten Abschlag Aubameyang. Aber Köln verteidigt das mehr oder weniger gut. Alles gut gegangen. Zieler. Im zweiten Durchgang noch ohne Beschäftigung. Höger. Gerhard. Das ist Büttner mit dem langen Ball. Ball noch drin. Was? Aber abseits oder was? Oh, Abseitsposition. Okay, richtig entschieden. Den Sprint hätte sich Sisto dann im Endeffekt sparen können. Sei es drum. Höger holt den Kopfball. Uja. Wer läuft jetzt mit? Sisto. Saive ist das. Das ist Pione Sisto. Und er hat die Riesenchance. Und das ist wieder kein Tor. Das ist doch unglaublich. Shaqiri im zweiten Versuch. Und Erik Durm wirft sich dazwischen und wehrt den Ball mit den Knie ab. Verhindert. Das Kölner 1:0. Es geht doch schon wieder los. Die Chancenverwertung. Nächste Ecke. Shaqiri. Die kommt gut. Aber kein Kölner geht da zum liegenden, zum freien Ball hin. Knoche. Gündogan steckt durch. Noch ein zweiter zu Aubameyang. Und der ist im Laufduell natürlich schneller als ein Dominik Heinz. Spielt ihn schwindelig. Braucht da Hilfe. Salami Heinz, Flanke kommt. Pfosten auf der anderen Seite und Höger klärt. Mann, was ist denn in diesem Spiel für Feuer drin? Es könnte hier schon 2:2, 3:3 stehen. Weiterhin keine Tore in diesem Spiel. Und Gegenzug. Ori Saive mit der Flanke zu Uja. Zweiter Ball, Sisto kommt nicht ganz dran. Jetzt Dortmund wieder mit Aubameyang. Den kriegen wir nicht unter Kontrolle. Reus. Subotic. Und erstmal wieder der ruhige Aufbau. Erik Durm, der das Tor sensationell von Shaqiri verhindert hat. Höger. Muss aufpassen, der hat schon gelb. Vorteil Dortmund. Danilo. Gegen Gerhard. Aber Gerhard, der gewinnt heute doch mal einen Zweikampf. Klasse gemacht von Yannick Gerhard. Uja. Aber dann springt Saive der Ball weg. Unglücklich. Wir müssen nochmal wechseln. Das heißt nochmal, wir müssen überhaupt mal wechseln. Wir haben nur noch 12 Minuten zu gehen. Saive wird das Spielfeld verlassen. Louis Schaub wird auf jeden Fall kommen. Und auch Bittencourt möchte ich nochmal die Chance geben. Anstelle von Sisto auf der linken Seite. Und wir machen gleich einen Dreifachwechsel. Kommt. Eseka darf auch nochmal für ein paar Minuten ran. Aber jetzt erstmal Shaqiri. Auf Bakuna. Da ist Saive ins Abseits gelaufen. Ich wollte ihn eigentlich anspielen. War aber nicht möglich. So Dortmund. Die langsam aber sicher alles nach vorne werfen. Aubameyang. Robin Knoche mit dem nächsten gewonnenen Zweikampf. Gefällt mir richtig gut in der Innenverteidigung. Robin Knoche. Dortmund wechselt auch. Aubameyang geht. Alvaro Morata, der Spanier, kommt. Auch einer der vielen Neuzugänge beim BVB. Kam er schon im letzten Winter allerdings. Und bei uns also gleich ein Dreifachwechsel. Auch ein bisschen im Hinblick auf die nächste englische Woche, die uns bevorsteht. Ball rutscht durch zu einem Dortmunder und Knoche auf Nummer sicher einfach weg, die Pille. Einwurf Durm. Durch eine Anspielstation. Bakuna kann nicht entscheidend stören. Durm.
Shaqiri lässt ihn flanken. Zweiter Ball. Harter Einsatz von Schaub. Vorteil Subotic. Können wir da jetzt irgendwie einen Zweikampf gewinnen? Kopfball von Morata. Kein Problem für Zieler. Und der mit dem langen Abschlag zu Eseka. Der direkt weiter zu Shaqiri. Dortmund aufgerückt. Wo ist eine Anspielstation? Shaqiri. Gut links rausgelegt auf Büttner. Der mit der super Flanke und das Tor. Und es ist wieder Luis Schaub. 88. Minute, Köln kontert. Klasse Zuspiel von Gerhard. Büttner mit der super Flanke. Und dann trifft ihn Schaub, glaube ich, gar nicht richtig. Der trifft ihn irgendwie mit dem Schienbein. Aber überwindet Bürki. Und damit steht's 1:0. Und das Kölner Publikum, die Kölner mitgereisten Fans, sind auf einmal lautstark zu hören. Erstes Bundesliga-Tor. Und durch Schaub ist der Mann der Woche. Doppelpack gegen Wien. Und jetzt mit dem Joker-Tor hier in Dortmund. 88. Minute. Und das müssen wir jetzt irgendwie über die Zeit retten. Liebe Kölner Fußballfreunde. Foulspiel. Nochmal der Freistoß. Dortmund wirft oder wird jetzt alles nach vorne werfen. Letzte Spielminute läuft. Die letzten Sekunden. Danilo wird den Ball nach vorne bringen. Oder er zur Seite. Köln wehrt den Ball ab. Und so nochmal die Konterchance. Über Leja Iseka. Der auf Luis Schaub. Der hat immer eine Idee. Ach, Ball kommt nicht ganz durch. Und jetzt alles wieder schnell nach hinten. 4 Minuten Nachspielzeit, 2 sind schon vorbei. Was macht Dortmund? Sie spielen nochmal hinten rum, statt das Ding nach vorne zu hauen. Köln weiterhin, auch in der 90. Minute mit enormem Pressing. Lassen Dortmund nicht mal den langen Ball spielen. Und dann ist Schluss. Überraschungssieg des 1. FC Köln in Dortmund. Wobei, so überraschend war das gar nicht. Köln hat eine starke zweite Halbzeit gespielt. Es war ein klasse Fußballspiel hier. Das vermutlich bislang beste mit Kölner Beteiligung. Das Spiel hätte auch 3-3 ausgehen können. Aber Köln am Ende ein bisschen glücklicher. Als der BVB gewinnt durch Luis Schaub, unseren neuen Torjäger, mit 1:0. Und Dortmund lässt da so ein bisschen die Köpfe hängen. Werden trotzdem Richtung Südtribüne gehen, sich für die Unterstützung der Fans bedanken, denn Dortmund hat gut gespielt. Aber Köln war heute zumindest in Phasen mehr als gleichwertig. Und deswegen, so unverdient ist dieser Sieg, glaube ich, gar nicht. Ein knappes 1:0. Aber was willst du mehr erwarten in Dortmund, liebe Freunde? 5:4 Schüsse, Dortmund mehr Ballbesitz, ein bisschen mehr Ballbesitz. Zweikämpfe ausgeglichen, also es war wirklich ein extrem ausgeglichenes Spiel. Mit dem, wie gesagt, glücklichen Ende für den 1. FC Köln. Büttner, Spieler des Tages, hat das Tor vorbereitet. Der ist sowieso extrem formstark, der fällt gar nicht so häufig auf, aber spielt bislang eine sehr, sehr gute Saison, wie ich finde. Heinz zu einer 5,8 kann ich nicht nachvollziehen. Knoch hat mir richtig gut gefallen. Höger Gerhard mit okay Noten, würde ich sagen. Shaqiri eine 7,6. Er wird auch besser und besser, zwar noch ohne Torbeteiligung in der Bundesliga, aber trotzdem gefällt er mir schon extrem gut. Ucan eine 6,3 ist in Ordnung, Saibin eine 6,7. Sisto heute nicht ganz so auffällig. Aber ist auch alles egal, denn das Spiel haben wir gewonnen. Und wir haben die nächsten 3 Punkte eingefahren, genauso wie die TSG Hoffenheim. Die haben 2:1 gegen Mainz gewonnen. Unser nächster Gegner also hat ebenfalls gewonnen. Dattel freut sich über Last-Minute-Tor. Aber sowas von, liebe Freunde. Und so können wir mal die gesamten Ergebnisse uns anschauen. Des 5. Spieltages. Denn die Ergebnisse von Samstag habe ich noch gar nicht vorgelesen. Aber das tue ich jetzt. Die da lauten: Leverkusen gegen die Bayern 1:2. Augsburg HSV trennt sich 2:2. Ingolstadt Gladbach ebenfalls 2:2. Sehr viele Unentschieden hier. Hannover gegen Düsseldorf 1:1, Hertha Schalke ebenfalls 1:1, Stuttgart schlägt etwas überraschend Wolfsburg mit 1:0, Bremen siegt im letzten Spiel des Spieltages mit 2:1 gegen Frankfurt, Dortmund Köln wie gesehen 0:1 und Hoffenheim haben wir ebenfalls gesehen, schlägt Mainz mit 2:1. Bevor es in die nächste englische Woche geht,
gucken wir auf die Tabelle und wir sehen, Köln auf Platz 4, einen Punkt an Dortmund herangerückt. Sehr, sehr schön. 10 Punkte, ne, 9 Punkte, Dortmund hat 10 Punkte, noch ohne Niederlage und erst 2 Gegentore. Bayern natürlich ganz vorne weg mit 15 Punkten, Hertha momentan auf Platz 2, Augsburg und Schalke momentan auf den Europa League Plätzen, aber ihr seht ja, nach 5 Spielen, da hat die Tabelle noch relativ wenig Aussagekraft. Leverkusen 15., Gladbach 16. und Düsseldorf hat immerhin den ersten Punkt geholt. Frankfurt momentan auf den zweiten Abstiegsplatz. Aber da wird sich im Verlauf der Saison noch einiges ändern. Da bin ich mir sicher. Wir gucken mal auf die Top-Torjäger. Weiterhin Max Kruse ganz vorne vor Mkhitaryan, Paulsen. Agüero auch immerhin schon 3-mal erfolgreich, genauso wie Arturo Vidal. Djordjevic auch schon wieder 3 Tore gemacht. Osako. Ja, Werder Bremen, aber hat alle 3 Tore für uns geschossen. Bitter, bitter. Marco Reus führt bei den Top-Vorlagen an. Gefolgt von Trochowski und Orisa W., der schon 2-mal aufgelegt hat. So, bevor wir es vergessen, schnell das Training einstellen. Und ich weiß, ich könnte auch die Jugendspieler natürlich aus der Jugendakademie trainieren lassen. Aber da warte ich noch so ein bisschen ab, bis wir das Potenzial noch ein bisschen besser abschätzen können. Und je nachdem, wer das beste Potenzial hat, den will ich dementsprechend natürlich auch mehr trainieren. Aber vorerst möchte ich erstmal eigentlich hierbei bleiben. Wobei 2B kann vielleicht mal was anderes machen. Oder sogar einen anderen Spieler könnten wir hier mal wieder reinnehmen. Zum Beispiel ein Louis Schaub, der hat sich empfohlen, ein bisschen trainiert zu werden. Chancenerarbeitung, wieso nicht? Und dann simulieren wir einmal wieder alles durch. Nach dieser sehr erfolgreichen Woche 2-0 in Wien und das 1-0 in Dortmund. Es bleibt dabei, auswärts spielen die Kölner aus irgendwelchen Gründen wesentlich lieber als zu Hause. Beim nächsten Mal allerdings spielen wir wieder zu Hause und ich hoffe, es klappt auch mal zu Hause. SFC Köln, der neue Held. Alexander Büttner wird als neuer Held gefeiert, in Ordnung. Als Helden würde ich ihn jetzt noch nicht bezeichnen. Und warum hat Höger Rot? What the fuck? Irgendwie ist das Spiel komplett verbuggt, denn Marco Höger hat zwar gelb gesehen, aber keine rote. Hä? Was mich auch schon die ganze Zeit irritiert hat, warum bei Kevin Vogt, der noch keine Minute gespielt hat, warum die gelbe Karte aus der Vorsaison auch immer noch da ist. So wie es aussieht, müssen wir im nächsten Spiel aus irgendwelchen Gründen auf Marco Höger, unseren Kapitän, verzichten. Okay, er hat sowieso mal eine Pause verdient, abgesehen davon, aber trotzdem. Vielleicht hat er hier irgendetwas Verstecktes gemacht, was der Schiedsrichter nicht gesehen hat. Ein versteckter Ellbogenschlag oder so, der im Nachhinein noch geahndet wurde. Tatsächlich, da haben wir es auch Spieler gesperrt. Wegen zu vieler gelben Karten. Nein, wir benutzen die Ausrede, er wurde nachträglich nach Videobeweis für ein Spiel gesperrt. Ich hoffe nur für ein Spiel, sonst wäre das noch ein bisschen ärgerlicher. Gut, dann bekommt unser Capitano halt gegen Hoffenheim eine Zwangspause. Kein Glück in Österreich. Okay, da haben wir keine Spieler gefunden. Dann kann ich den immerhin schon mal woanders hinschicken. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte Scout zurückrufen. Nein, das wollte ich nicht. Kann ich ihn direkt woanders hinschicken? Nein. Er ist jetzt erstmal auf dem Rückflug. Und erst wenn er zurück angekommen ist, kann ich ihm da einen Auftrag wieder zuweisen. Es gab schon ein paar Ergebnisse anscheinend am 6. Spieltag. 3, um genau zu sein. Gladbach schlägt Leverkusen im Abstiegskampf mit 2-0. Der HSV bezwingt Hertha mit 2-1. Und Wolfsburg gewinnt gegen Ingolstadt ebenfalls mit 2-1. Bislang der Spieltag der Heimteams. Und dem Heimsiegern wollen wir natürlich beim nächsten Mal das Gleiche tun. Nämlich im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Ach, wir müssen erstmal Marco Höger ersetzen. CC, of course. Marco Höger erstmal raus aus der Mannschaft. Und Louis Schaub darf erstmal auf jeden Fall mit auf der Bank Platz nehmen. Vielleicht spielt er sogar von Anfang an. Ein paar Veränderungen wird es wahrscheinlich geben. Englische Woche, Rotation und so weiter. Ihr wisst ja Bescheid. Aber wie genau wir spielen werden, von der Formation, vom Personal, als auch vom Fußballerischen her, das erfahren wir beim nächsten Mal. Am 6. Spieltag Köln gegen Hoffenheim. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein.
Würde mich sehr freuen. In dem Sinne, macht's gut und hoffentlich bis bald. Ciao, ciao, euer Killer.